Schönes Wetter, schönes Auto, schöner Ort. Was will man mehr? Ne? Wir sind im heißgeliebten Dortmund und das aus gutem Grunde. Denn gestern war ich am BMW M5 V10 E60 von uns am Schrauben, weil wir da ein paar Problemchen, Wehwehchen hatten. Werdet ihr im nächsten Video sehen. Und da wurde mir sehr, sehr, sehr spontan dieser BMW E34 angeboten. Mit einem reinen Sechszylindermotor, 188 PS, 35 Jahre alt das Ganze. Ein Oldtimer also, mit H-Kennzeichen. Ja, und ich habe ihn, ihr wisst ja, eigentlich mache ich keine Oldtimer. Ich habe mit Oldtimer nichts am Hut. Felix hinter der Kamera, der ist schon eher so ein Faible. Aber ich dachte mir, das wäre so ein Auto, womit man mal nach Dortmund fahren könnte, zum Onkel Herrn Degenhardt, ne? Und den dann mal überraschen könnte. Ich habe ihm extra mal noch nicht verraten. Ich habe gesagt, hast du vielleicht Zeit, dass ich morgen mal rumkomme? Ich hätte da eventuell ein passendes Auto für dich, einen Oldtimer. Ja, da hat er so ein paar Fahrzeuge ausgeschlossen, aber ich denke, der dürfte ihn doch schon ein wenig interessieren. Ja, deswegen würde ich sagen, parken wir den Guten jetzt erstmal hier in der Ecke. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal kurz Hallo sagen, Felix. Wir zeigen ihm das Auto noch nicht. Dann bleibst du bei Herrn Onkel Degenhardt und dann komme ich mal um eine Kiste gefahren und dann kannst du mal die Eindrücke abfangen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was er sagt. Er wird uns mal wieder, denke ich mal, sehr, sehr viel dazu erzählen können. Ich bin natürlich absoluter Laie, was so Oldtimer angeht, aber ja. Ich freue mich, macht mir immer Spaß. Ne? Ein bisschen hier immer zusammenarbeiten mit anderen YouTubern, das macht mir Spaß. Von daher legen wir los. Ich glaub's nicht. Was habe ich alles kaputt gemacht? Dass du jetzt gekommen bist. Ja, die Überraschung. Die Überraschung ist kaputt. Die Überraschung ist kaputt. Du hast ihn schon gesehen. BMW E34, 525 vermute ich. Nicht ganz. 530? Ja. Automatik geschaltet habe ich nicht gesehen. Automatik. Man kann nicht immer alles haben im Leben, ne? Schön wäre das. Graues Leder sehe ich. Ja, beige. Ja. Da trifft mir den Daniel seinen Nerven mit. Ja, ich würde sagen, ich folge immer unauffällig auf den Hof. Ich fahre mal durch. Ne? Aber ich habe nichts gesehen. Ja, hast nichts gesehen? Ne? Ja, ich bin geblendet von dem neuen Auto hier. Aber was ein dummer Zufall wieder, das kann nicht sein, ne? Ja, leider ist es so. Das kann einfach nicht wahr sein, ne? Was ein dummer Zufall. Ja. Eigentlich bin ich ja gar kein Oldtimer-Liebhaber. Wird denn da dein Degen hart hier oder? Leistungsmäßig ja. Ja, ne? Leistungsmäßig ja. Auto an sich nein, aber mir war es scheißegal. Von mir aus hätten sie das auch in einen LKW reinpacken können. Optisch wäre mir scheißegal, hauptsächlich die Leistung. Ja, sieht schon schnittig aus, ja. Ich finde, das Auto von der Optik her ist jetzt nicht so daneben. Die Felgen sind auch ein Knaller, ne? Das sieht ganz schick aus so jetzt. 20 oder 21? 21. Aber Power von dem Auto ist halt unfassbar. Wirklich unfassbar. Glaube ich. Und man kann, wie viel PS? 1020. Hast du überhaupt jetzt so spontan eine Minute jetzt gerade? Ja, klar. Du hast ja ein paar Autos aufgezählt, die dir nicht gepasst sind. Also wo du von vornherein sagst, das ist gar nichts für mich. Ne? Was war das nochmal? Audi 100 zum Beispiel. 190er wird oft angeboten. Audi A4, Audi 80 kriege ich oft angeboten. E39. Mhm. Zu mehreren Modellen. Ich habe es ja wahrscheinlich jetzt auch schon mal. Golf 2 zum Beispiel. Das ist dann einfach überflutet für dich. Ja, ne? Das Problem ist, das sind Oldtimer, die du halt jeden Tag siehst. Und ich bin ja der Fan. Umso seltener das Modell, umso geiler. Mhm. Wenn es ein 518 wäre, wäre es schon geil gewesen, weil Vierzylinder im 5er BMW finde ich geil. Okay. Und noch geiler finde ich halt so Autos Renault 16. Ja. Oder du kommst mit einem Auto, was weiß ich, zum Beispiel ein geil, ich finde ein 323er Kompakt zum Beispiel, E36. Ich mag E36 Baureihe eigentlich nicht. Mhm. Und wenn, habe ich gerade noch mit Daniel darüber diskutiert, wenn will ich einen Kompakt nehmen. Weil Coupé wollen sie alle. Ja. Ein Kompakt ist so, wie keiner will. Also schwimmst du auch immer gerne gegen den Strom. Immer. Ich bin ja immer das Entchen, was gegen den Strom schwimmt. Aber wie kommst du, dass du einen E34 gekauft hast? Ja, pass auf. Ich war einmal im M5 am Schrauben, weil wir dann ein kleines Problemchen hatten. Ne? Mhm. Und dann, ja wie immer, klingelt das Geschäftshandy, bin ich mal rangegangen oder WhatsApp war das. Ja, Zalo, pass auf, ich habe keine Lust auf Kleinanzeigen, auf Probefahrttouristen, auf was letzte Preis, Bruder, Abis. Mhm. Ich weiß, bei dir ist es entspannt, schnelle Nummer, sagt er zu mir. Hier, das Ding habe ich. Und eigentlich sage ich immer, aber die preisliche Richtung war schon okay, sage ich mal so. Ne? Und da habe ich gesagt, komm, was musst du haben auf die Schnelle? Weil ich habe dann irgendwie, habe ich halt auch wieder hier dran gedacht, weil mir macht das halt Spaß. Ne? Ich komme halt gerne zum Beispiel, ja, du weißt ja, wie ich bin. Ne? Ich war gerade schon öfter mit ein paar Autos hier. Komm halt gerne mal vorbei, ich mag das irgendwie so ein bisschen zusammenarbeiten. Ne? Es gab so ein paar Modelle, wo ich gesagt hätte, nee, das ist nichts für den Marco, ne? Aber bei dem dachte ich mir, das könnte dich doch schon leicht so antatschen, dass du nicht so ganz, dass du sagst, nee, Zalo, weißt du was, du kannst, wie du hier raufgefahren bist, kannst du wieder abdampfen. Du wirst es kaum glauben, ne? Wir haben sogar zwei Stück schon davon gehabt. Ach, hast du sogar also schon drei, gehabt? Ich habe ja noch einen dritten, wir haben den M5 davon. Ja, wir haben den E34 M5. Ja. Dann haben wir gehabt einen kleinen 520 geschaltet.
in Weiß mit nix an Extras. Und dann habe ich mal einen 525 gekauft. Gute Ausstattung, Leder, Klimaanlage, funktioniert zwar die Hälfte nicht mehr von, aber auch in Schwarz, so wie der. Optischer Zustand. Problem ist, was ich ja gar nicht mehr, oder fast, erstmal siehst du hier kein Preisschild mehr. Das, was du jetzt jahrelang machst, was ich jahrelang gemacht habe, ich kann den Auto verkaufen nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich glaube, das hat hier jeder mitbekommen mittlerweile. Wollte ich gerade sagen, und ich sehe, ich gucke ja auch deine Videos und sehe das immer, wie du oft diese coolen Stories erzählt. Und ich behaupte, 70% der Leute denken, da ist 30% dazu gedichtet. Ich vermute eher, dass noch 10% weg gelassen. 70 bis 80 eher. Ja, weil die richtig wahren Geschichten, die traut man sich gar nichts zu sagen, weil das ist so die Wahrheit. Und ich sehe es bei mir, muss dann früher geschieden, verkaufst einen Ford Ka, nach 9 Monaten ist die Bremse runter. Ich habe das Auto bei Ihnen neu gekauft. Wie kann das sein, dass der Radbremszylinder hinten undicht wird? Ich habe doch Garantie. Und dann versuchst du den Leuten das zu erklären. Ich sage, passen Sie auf, die sind 10.000 Kilometer und die hören nicht auf. Und ich bin der Meinung, umso bekannter du wirst, umso höher wird der Anspruch. Mm. Weil der ist ja von Marco oder der ist ja vom Salo, der kann ja nur gut sein. Mm. Ja, und ich kaufe genau den gleichen Schrott, den wir alle kaufen, versuchen es zu reparieren und zu verkaufen. Mm. Und wenn das dann in die Hose geht, versuche ich noch zu helfen, aber irgendwann, du hast ja kein neues Auto gekauft. Ja. Und das, also da die Kurve zu finden, sehr, sehr schwer. Deswegen bin ich froh, dass ich das nicht mehr so mache. Wobei so ein Auto, wie gesagt, ich finde es optisch geil und die Farbkombination sehe ich jetzt schon, ist unser Daniel, der wird sofort sagen, ey, also unser Daniel steht auf 5er und sie, er hätte noch lieber einen 7er BMW. Der müsste aber Holz haben. Hat der Holz in? Tatsächlich nicht. Aber die Farbkombination ist gar nicht so schlecht. Das ist so typisch. Wie hat heißt was das? Gemütliches, ne? Diamant Schwarz Metallic, glaube ich, hieß die Farbe. Aber hat natürlich auch so hier und da seine Blessuren, ne? Wie nennt sich das? Patina oder? Benutzt halt, ne? Ja, ist ein Auto, was gefahren ist. Unten am Kupfel, neues geschweißt, mit U-Schutz ein bisschen nachgebessert. Also ich habe jetzt keinen Rost auf den ersten Blick gesehen, ne? Unten der Kupfel war wahrscheinlich rostig. Ja, also ich habe mal so drüber geguckt mit dem Wissen, was ich jetzt so habe. Ich habe mir halt angeguckt, klar, wir sprechen hier locker über, was ein Baujahr ist das? 90? 88er. Oh, und ist 35 Jahre alt dementsprechend. Ne? Ja. Was willst du da erwarten? Hat ein H-Kennzeichen. Und hier siehst du, das siehst du ja als irgendwann mal lackiert worden, einfach übergeduscht, ja. Schleifriefen. Ja. Juckt mich null. Mhm. Null. Mich juckt das null. Von mir können ja noch mehr Perlen, mehr Tupfer drin sein. Vorne an der Motor habe ich gesehen, Steinschläge getupft. Mhm. Mir alles scheißegal. Problem ist, irgendwann musst du ja ein Auto wieder verkaufen. Ja, der nächste, der kommt, der hat schon mal einen Seitenschaden gehabt. Komplett bis zur Scheibe weg. Und dann sagst du, ja, 35 Jahre alt, das kann alles möglich gewesen sein. Und dann, ja, aber das ist dann auch nicht der richtige Kunde. Na genau, so, aber das Problem ist, finden wir den richtigen dann dafür. Ja. Auto finde ich schön. Also Felgen ist Geschmackssache. Also trifft so ein bisschen. Ja, ja. Finde ich schlecht. Also Farbkombination, ne? Schwarz geht, immer wird ja auch, keiner haben. Du sagst ja auch selber von dir jetzt wahrscheinlich, es hätte auch sein können, dass ich jetzt hier hinkomme und sagst, hallo, es war lieb und nett, dass du gekommen bist, aber Hättest jetzt einen 190er gehabt, als 1,8er oder 2 Liter, geschaltet, Farbe egal, hätte ich gesagt, du pass auf, heißt erstmal völlig uninteressant. Dann geht natürlich, ich sag mal so, als wir sind beides Autohändler, wir wissen, wie der Hase läuft, es geht nachher nur noch über den Preis, wenn das Auto gar nicht anspricht. Richtig. Wenn du so einen Grundgefallen hast am Auto, sagst du ja schon mal, komm, da kann der Preis auch mal ein 100er teurer sein. So ein bisschen variieren. Ne? Weil Auto ist nicht schlecht. Wie gesagt, Auto vom Grundprinzip her finde ich schick. Problem ist, ich habe noch keinen Verwendungszweck dafür so richtig. Den müsste ich mir jetzt suchen. Den habe ich bin ja hier schon wieder los hier in Dortmund. Ich bin ja auch nicht ohne Grund hier und ich habe ihn ja auch nicht ohne Grund gekauft. Ich habe ja auch so ein bisschen Feeling. Ich mache ja auch ein bisschen Autohandel, so wie du. Und ich mache auch so ein bisschen YouTube, so wie du. Mhm. Und von daher weiß ich ja, also ich könnte abwägen, dass das so ein bisschen content-technisch was für dich sein könnte. Denn es ist vielleicht ein bisschen interessant. Die Maschine ist interessant. Das ist ja der Reihen 6-Zylinder. Das ist der 12-Ventiler? Ist der beliebte Motor bei dem. Reiß mal auf die Haube, bitte. Da könntest du zum Beispiel auch, sag ich mal, Ventile einstellen. Ne? Ja, weil wenn die Nockenwelle eingelaufen ist, dann sind wir beim Thema. Oft hat man ja die Probleme. Die Motoren sind ja dafür bekannt, dass Nockenwellen eingelaufen sind. Und wenn du, wenn Nockenwelle eingelaufen ist, kannst du das gar nicht sehen, weil irgendeiner hat die Ventile vielleicht schon auf die Nockenwelle eingestellt und dann ist er leise, hat aber nicht volle Leistung, dreht zum Beispiel dann nicht voll aus. Oder jetzt, ich weiß nicht, klappert da, weil du sagst Ventile einstellen? Nee, ich habe ja im BMW Profi auch noch einen anderen, einen zweiten bei mir am Hallengelände, wo ich meine Schrauberhalle habe. Und der war tatsächlich auch vor Ort und hat gesagt, also der hat halt mal reingehorcht, ne? Und der liebt den Motor, ne? Weil er sagt, da kannst du quasi auf gut Deutsch gesagt reinschiffen, die laufen. Ne? Prinzipiell ist das korrekt. Wie gesagt, einziges, was ich weiß, Schlepphebel und Nockenwelle laufen ein. Mhm. Das ist halt so die typische Krankheit. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte früher so ein Auto auch mal in Delfin Grau Metallic als 525 12V. Ganz billig damals aus der Wehrmacht-Zeiten gekauft, mit Leder, Schaltgetriebe allerdings. Da haben wir Ventillecker abgenommen, weil er so ein bisschen
bisschen getickert hat, Nockenwelle eingelaufen. Da haben wir die Nockenwelle, die Ventilspiel auf die eingelaufene Nockenwelle so ein bisschen eingestellt und hat mein Kollege gesagt, dreh den bitte nicht so hoch, weil sonst passiert irgendwas, reißt Ventil ab etc. Mhm. Ja, abends auf dem Wall ist direkt passiert, Ventil abgerissen. Deswegen, also ich habe immer die Erfahrung, nur Ventile, also der Zylinderkopf macht hier im Moment die Probleme. Ja. Ansonsten sind das problemlose Kinder. Ne? Ja. Also ich bin immer keiner, der dir jetzt was einredet oder was wir hier machen sollen oder so, das sagst du mir, weil ich bin ja zu Gast bei dir. Aber man könnte zum Beispiel, wenn wir es jetzt nicht machen, dann könntest du zum Beispiel auch auf dem Prüfstand damit, das machst du ja auch immer ganz gerne. Ne? Also so ein bisschen Content sehe ich hier, ne? Gerade für dich auch. Ja, wenn du jetzt mich fragst, im Moment haben wir so viel Content, ich schaffe das gar nicht hinterher zu kommen, sage ich auch ganz ehrlich. Sein, ja. Nur bei uns ist jetzt so ein, das wär mir zu wenig, ich sag mal so, so ein Auto über den Prüfstand zu bewegen, dafür haben wir unsere Zuschauerautos, die wir freitags über den Prüfstand bewegen. Ja. Und da kommen dann öfter mal so Sachen. So, für Content würde ich ihn nicht kaufen, sondern ich würde ihn wirklich für Nutzen kaufen. Also sprich, dass man den fährt. Das Problem ist, wir brauchen uns nichts vormachen. Da ist ein 3 Liter drin. Das läuft nicht mit 9 Liter, sondern so ein Ding läuft mit Sicherheit 13 bis 15 Liter im Stadtverkehr. Genau, ja. In die Richtung geht es, denke ich mal. Klima hat er keine, ne? Nein. Funktionierende Sommerdach. Ja, aufheizender Lack. Was hat sowas gerannt? Wobei das mich persönlich auch wieder nicht juckt. Ja, 220. Ne? Das ist recht wenig. Also was vielleicht dich noch ein bisschen anspricht, ist halt das H-Kennzeichen. Ne? Mhm. Das ist ja schon drauf. Ne? Das hat er auf jeden Fall. Und wo ich vielleicht noch ein bisschen schmackhafter machen kann, ist ein Wertgutachten dabei. Jetzt bin ich gespannt. Schieß mal den Wertgutachten. Was schätzt du? 8. 13. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ja, aber es steht so drin. Also optisch sage ich, ist es so eine 3. Ne? Also optisch hat er halt, wie gesagt, er hat Patina. Ne? Er wurde benutzt, 35 Jahre. Wertgutachten ist dabei auf jeden Fall. Ist auch nicht selbst geschrieben. Ja, oder kannte jemand den einen, den anderen. Also das zum Beispiel, ich bin Realist, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn du Wertgutachten sind immer ein bisschen, sage ich mal, höher, als wir es jetzt einschätzen würden. Das Zustandsnote, stimme ich dir ganz klar zu. Zustandsnote 3 sehe ich das auch nicht. Und ich bin echt pingelig mit meinen Autos. Also nicht pingelig, so meine ich es. Mhm. Und das ist für mich eher eine gute 4. Mhm. So würde ich den einschätzen. Das ist nicht unfallfrei, das Auto, das ist kein Originallack, das ist verschiedene Nachlackierungen, du siehst Metallic-Unterschiede, nicht mal von der Farbe, sondern der Metallic-Grad ist anders. Ich höre schon, wenn du die Zahlen vom Wertgutachten nimmst, bin ich mir ganz sicher, dass wir nicht mal annähernd in die Richtung kommen, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Okay. Sag ich dir ganz ehrlich. Den letzten, ich sag dir, wir haben ja einen verkauft. Ja. Den 525 mit Leder, mit Automatik, mit Klimaanlage. Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wir haben den verkauft, war ein 91er. Brauchte kein H, weil er Euro 2 hatte. Wie gesagt, ist auch schon locker 2 Jahre her. Ja. Verkauf für 6,5. Verkauft. Ich habe den damals ganz günstig bekommen. Der junge Mann kam hierher, war aber TÜV-fällig. Typischen Lager von der Hinterachse waren ausgeschlagen. Die Tonnenlager, die traut sich ja keiner zu machen und hat keiner das Werkzeug für. Ja. Fahr mir mal den Preis, den du, Verkaufspreis, den du siehst. Nicht der Preis zwischen uns, sondern den, wo siehst du, was würdest du da dran schreiben? Ich wollte, also was für mich ganz interessant ist, der Vorbesitzer hat zu mir gesagt, der Wagen sei wohl unfallfrei und nachlackierungsfrei. Und das hast du gerade eher verneint und deswegen hätte ich doch mal gesagt, dass wir vielleicht mal den Lack messen. Was sagst du denn dazu, dass wir da, du so kannst ja auch ein Fahrzeug immer mal so ein bisschen lesen, weißt du? Wurde der nur nachgeduscht? Hallo, du bist der Autoprofi. Da brauche ich keinen Lack messen für, da kann ich sogar meine Brille abnehmen, da sehe ich, dass das Ding, Kohlflügel ist geduscht, im wahrsten Sinne des Wortes geduscht. Seitenteil, komm mit. Wenn wir jetzt hier einen auf, jetzt machen wir auch den richtigen Autohändler. Hagelschaden sehe ich. Wenn man das nicht erkennt, dass da Kratzer sind, die überlackiert sind. Wenn du hier die Schleifriefen nicht, guck mal hier, siehst du richtig die Schleifriefen. Ja, er sagte bis auf eine Stelle, aber ich meine ja, wenn du jetzt mit dem Lackmessgerät rangehst, dann siehst du halt, wurde er komplett geduscht, wurde er hier mal mehr, mal weniger geduscht. So kannst du ein Auto ein bisschen die Geschichte lesen, weißt du? Aber ich glaube, der interessiert dich gar nicht, ne? Nö. Ich habe noch nie, aber für mich könntest du auch, wenn das Ding jetzt 680.000 gelaufen hätte, wäre für mich der gleiche. Mein M5 hat 460.000 gelaufen, juckt mich nicht. Mhm. Für mich interessieren die Geschichten nicht, weil in dem Fall, ich weiß, wenn du ein Auto verkaufen willst, die Leute, auf die wir Spaß haben, die interessieren die Geschichten auch nicht. Die sagen sich, hey, Preis ist fair, geiler Oldtimer, will ich mitfahren, juckt mich nicht, paar Mal den Tankrüssel daneben gedengelt, ist mir egal, interessiert keinem. Die Leute, die die Geschichte wollen, das sind die, wo du viel Geld von haben willst, die auch das Wertgutachten sehen wollen. Und die fragen sich, Zustand 3, nachlackierungsfrei, das sag mal, siehst du mit dem bloßen Auge. Realistischen Verkauf, wolltest du wissen. Genau, jetzt bleiben wir immer wieder beim falschen Punkt. Was würdest du da dran machen? Also ganz realistisch, ohne jetzt irgendwie, ne? Ich denke mal, so eine 7,5 kann man da dran schreiben.
Mit ein bisschen Verhandlungsspielraum. Kannst ja auch schlecht immer sagen, bei so einem Fahrzeug jetzt Festpreis oder was, ne? Naja, das ist immer so eine Verhandlungssache. Wenn du den richtigen findest, der zwei Tomaten auf den Augen hat und so, der gibt dir das Geld. Mhm. Dem juckt das. Aber ich sag dir, bei dem Auto, meiner Meinung nach, ist die Geschichte eh durch. Also wenn du mich fragst, gibt's ja... Wer fragt dich einer nach dem Scheckheft nach seiner Karre? Scheckheft ist dabei, ne? Wie viele Vorbesitzer hat er? 5, 6. Ja, 5, 6. Ja. Interessiert, deswegen, die Geschichte ist so ein Ding erster Hand. Ich muss immer an meinen Fiat Tipo denken. Ich habe einen Fiat Tipo, Silchewal wurde aus erster Hand gekauft. Das Auto ist erster Hand, ein Eintrag im Brief. Alles top, nagelneuer Motor drin. Das, du findest ein Auto nicht im Internet. Ich habe gesagt, mich kostet das Auto um die 10.000 Euro. Da habe ich vorsichtig gesagt, ich hätte gerne mein Geld wieder. Kriegst du niemals für die Karre. Tolle Geschichte von dem Auto. Motor neu gemacht und, und. Deswegen sage ich dir, das sind Oldtimer, die kein Mercedes SL ist, kein Flügeltürer, kein BMW M5, wo sie nachfragen, zwei Besitzer, Scheckheft, nur warm gefahren, bloß kalt gefahren. Das ist ein Oldtimer, der fährt, dicker Motor, da kannst du Jogginghose anziehen, fährst ein bisschen im Kreis, dann passt das alles. Mhm. Aber da muss dann der Preis stimmen. Ich glaube, wenn du so ein Auto loswerden willst, ich das immer so um die 5. Um die 5 sogar. Ja, das ist mein Denken. Ich würde so ein Auto, wenn ich es verkaufen will, um die 5 anbieten. Ich habe es ja selber gemerkt, du kennst, ich spiele ja mit Enrico, habe ich gesehen. Und, hast du mal reingeschaut, hör mal, der Himmel neu bezogen. Alles. Ich habe gesehen, hinten die Ruderblase sieht toll aus. Das Einzige, was vom Innenraum her nicht ganz so schön ist, ist die Mittelarmlehne. Ansonsten sieht das Ding echt, also für den, ich kann mir vorstellen, dass die Laufleistung passt. Meiner Meinung nach ist das sogar der Original Wachs auf dem Motorraum. Ist auch sehr selten, also nicht 300 mal übergedampft, das Ding. Neue Windschutzscheibe hat er bekommen, das komplette Plastikteil hat er neu bekommen. Neue Wischerarme, zumindest lackiert wurden sie mal. Mhm. Da wird aber nichts, wenn du verkaufst mit uns. Komm, hau mal einen raus. Ich, ganz ehrlich, da werden wir nicht zusammenkommen. Ja, sag doch mal einfach was. Eingestiegen ist das Gespräch mit 13.000 vom Wertgutachten. So kam das die war nur ein Wertgutachten. Ja, ja, das sind so die ersten Zahlen, die jetzt hier im Raum rumgeschwebt sind. Dann waren wir schon beim Verkauf. Dann waren wir schon beim Verkauf von 7,5. Mein Verkauf, dein Verkauf. Dann waren wir, genau, dann waren wir schon bei 7,5. Ein bisschen Luft da unten zum Verhandeln. Dann war ich bei meinem Verkauf. So, jetzt weißt du, was will der Händler verdienen. Ich will ja eigentlich gar nichts verdienen, weil ich sag dir, wenn ich dir für 5 angehe, ich wüsste, wenn einer kommt und ich schreibe dann eine 5 dran und dann kommt einer und fängt an, ja, am Seitenteil, da wurde aber schon lackiert, ja, ey, weißt du was? Nach Hause. Tschüss. Ja klar, natürlich. Deswegen, da sprechen wir eine Sprache. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist mein Problem. Das ist eine coole Karre, keine Frage. Mhm. Die schaltet Automatik. Felix, lief gut, ne? Keine Probleme. Ja. Einzige, was ich gehört habe, ist, dass der Auspuff ein bisschen undicht ist. In der Mitte. Aber sonst? Gibt's auch nur den Schlüssel? Genau, ja. Gute Geschichte. Kühlwasserstand prüfen. Der weiß, glaube ich, nicht, welche Temperatur der hat. Auf jeden Fall weiß das Steuergerät auf jeden Fall, welche Temperatur hat, weil die Temperaturanzeige funktioniert. Ja. Ja, der hat ja 2, ne? Das könnte zum Beispiel den Indiz sein von eingelaufener Nockenwelle. Zum Glück bin ich kein Autohändler. Also für mich ist das nichts. Ist das nichts? Nee. Ach, hör mal, jetzt habe ich ihn gekauft. Und ich dachte, ja, komm, hör auf, du hast ihn nicht für mich gekauft. Ich dachte, du bist ein bisschen geiler drauf auf das Ding. Was ist hier passiert? Was denn? Hier ist auch nach Dünnelsch. Ja, überall ist da so ein bisschen nachgedüdelt, ne? Räder sind eingetragen? Nein, weil die schleifen nämlich an der Hinterachse. Ich hab den nicht auf der Bühne gehabt. Hallo, der war doch so billig, dass du ihn kaufen musstest, ne? Oh, so ein Ding kriegst du ja auch nicht geschenkt, sag ich mal. Ne, geschenkt kriegst du sowas nicht, ja. Aber da muss man ja Bock drauf haben. Ich glaube nicht, dass du ihn gekauft hast, also den drück jetzt mal den Ding halt aufs Auge. Das war so mein erster Gedanke. Ja, du bist ja Oldtimer hier. Aber guck mal, du hast ja schon mal den klaren Vorteil, ich renne ja immer noch nicht weg. Ja. Hätte schon längst reingehen können, sagen können. Hätte schon längst sagen können, hör mal, geh. Viel Spaß auf nach Wuppertal. Gehen Burger essen oder was noch, ne? Räder sind nicht eingetragen. Die gehören auch eigentlich nicht da drauf, ne? Die hast du wahrscheinlich irgendwo noch rumliegen gehabt von ihr. Nee, tatsächlich hat der die drauf gehabt und er sagte, er hat wohl irgendwo noch diese 15 Zoll da, diese Originalen. Er müsste aber schauen, ob er da noch drankommt. Also sitzt er nicht da. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist zu viel. Also, warte mal, gerade hast du noch gesagt, für Content ist mir zu wenig dran. Und jetzt sagst du, es ist zu viel. Nein, dran. Aber ich hab ja gar nicht die Zeit, darüber Content zu machen. Guck mal, da vorne steht das Auto, ich weiß nicht, warte, was Video bringst. Da hinten steht ein Auto, das kennt ihr. Doch, kannst du ruhig zeigen. Da hinten steht ein Auto, das habe ich gekauft, auch für Content. Aber eigentlich, weil ich es geil finde und da ist so viel Arbeit dran, weil ich immer den ganzen Schrott aus eBay Kleinanzeigen kaufe. Das ist immer so. Man wird ja grundsätzlich verarscht, habe ich so das Gefühl, bei Kleinanzeigen. Ja. Da weiß ich, was mit zu machen. Hier habe ich suche die ganze Zeit den Verwendungszweck. Und für Content, ich kaufe kein Auto für Content und anschließend stelle es in der Ecke, weil ich möchte ja auch gern, dass das Auto fährt. So wie du vielleicht die Intention hast, Mensch, Haarkennzeichen, der nächste wird sich darüber freuen, wenn er damit fährt. Aber bis der so fährt,
dass ich sage, der ist zuverlässig. Ich, wie ich, der Motor läuft sehr unruhig, Auspuff ist irgendwas kaputt, Felgen nie eintragen, Reifen abgenudelt. Gut, ich habe genug Zeug da, um das zu reparieren, da ist nicht das Problem. Aber ich sehe gerade den Verwendungszweck nicht bei mir. Komm, hau doch mal einen raus, wo das Ding hier stehen bleibt. Das will ich dir nicht sagen. Das ist wirklich unter der Schmerzlinie. Wenn hier einer vorbeischneiden würde, würde ich dem 2 Mille sagen. Boah, das ist aber hart. Weiß ich. Das ist hart. Das weiß ich, das ist nicht viel Geld. Aber um ihn so zu verkaufen, wir brauchen uns auch nichts vormachen. Dem, so wie er jetzt hier steht, verkaufst du dem keinen. Klar, jemand, der basteln will, aber der gibt auch noch wenig Geld. Mhm. Ich sehe jetzt schon in den Kommentaren stehen, Frechheit, der Preis. Ich hätte das Doppelte gegeben. Angenommen, ich kaufe den nicht, dann könntest du den ja anschreiben, dann gibt das Doppelte. Und dann sagt er, ja, Das Problem ist, der Mund ist immer groß, aber ja, auf jeden Fall, ich merke das ja mal selber. Du hast es wahrscheinlich schon selber gemerkt, wenn Leute was kaufen wollen und kaufen es dann effektiv gar nicht. Ich wüsste selbst nicht, was ich damit machen soll. Hm. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich würde ihn erstmal in der Ecke stellen und ich bin mir ziemlich sicher, dass dem Daniel das gefallen würde. Dass ich den dann jetzt für den Daniel fertig mache. Also ich würde ihn letztendlich auf uns zulassen. Ja. Aber ich glaube, da kriegst du mit Sicherheit einen Liebhaber für, der dir da mehr Geld für gibt. Da bin ich mir sicher, weil du würdest in dem Falle Geld wegschmeißen. Ja. Weil das wäre deutlich unter dem Wert, was das Auto wert wäre. 2 Mille ist... Wenig Geld. Ja. Eigentlich gar nichts. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du viel mehr bezahlt hast. Doch. Echt? Ja, ich habe mehr bezahlt. Deutlich? Ja, schon. Ja, ich habe mal im Netz geguckt, die stehen alle... Ja, du kriegst unter 5 eigentlich nichts. Nee, 7, 8, ne? Das ist das, woran ich mich orientiere. Ich gehe in den Markt rein, ne? Ich schaue mobile... Ist ja auch eigentlich korrekt so. Ich bin ehrlich, ne? Ich habe keine Ahnung davon. Oldtimer ist gar nicht mein Ding. Klar, kann ich mir die Autos ein bisschen angucken. Aber du musst dir schon mal vorstellen, ob du jetzt einen 525 kaufst, einen 530 oder einen 535. Da trennen sich 170 PS, irgendwas um die 188, meine ich, hätte der. 188, ja. Und dann der 535 211 PS. Jetzt ganz ehrlich, meinst du, der macht die Kuh fett, welcher Motor da drin ist? Nee, das nicht, aber ich habe mal einfach den Markt so ein bisschen geguckt. Ne? Genau, und so wie ich mich erinnern kann, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, E34er gehen los. Wir können ja sonst noch mal schauen. Ne? Ich sag mal so, um die 5 Mille geht ein E34 los. So, und ich weiß ja, ich habe da drin einen M5 stehen. Ne? Der ist komplett technisch durchrepariert. Ja. Lackmäßig ist der vielleicht nicht die schönste Farbe, vielleicht nicht jedermanns Geschmack. BMW M5. Baujahr 1990. Aber er steht im Gesamtkleid deutlich besser da wie der. So, und ich bekomme dafür geboten, willst du mal Zahlen hören, die ich geboten bekomme? Sag mal. 10, M5. Mhm. Und wenn ich jetzt M5 E34 aufmache, technisch guter Zustand. Ne? Ja, neu, Ausfahrlage neu, Kupplung neu, Fahrwerksgeometrie, alles was mit dem Fahrwerk zu tun hat, außer Stoßdämpfer, alles neu, alle Buchsen neu. Und wenn du jetzt E34 M5 eingibst, gibt es nichts unter 23.000. Wie kommen die dann auf 10 bei mir? Ja, Wahnsinn, ne? Aber Kilometerlaufleistung. Genau, kann ich verstehen. Wenn einer sagt, ich will 460.000 Kilometer nicht haben, dann will er sie nicht haben. Ja. Habe ich Verständnis für. Aber dann musst du nicht. Aber ich finde den Preis, ich fühle mich ja nicht mal angegriffen. Ich sage immer nur, ich habe mehr bezahlt. Mhm. Und dann, ja. Wie soll ich den erstzulassungstechnisch eingrenzen? Ich würde bis zu 91 machen. Und von? 86, 87 kam der, glaube ich, der E34. 130 PS können wir jetzt nicht mit rein. Nee, das ist der 520. Das, also der ist auch tote Buchse. Ab 150 PS? Ja, ab 170 kannst du machen. Ab 170, oder? Jetzt steht irgendwo in Leipzig, nicht fahrtauglich, ne? 300 gerudert. Also der allergünstigste. H-Kennzeichen 197.000, 525. Mhm. Da steht sogar nicht mal weit weg. In 4150. 4,2, 4,2, 4,5, ich sag ja, um die 5. Ich hätte jetzt sogar gedacht, die wären noch teurer. Aber das ist jetzt schon wirklich schon hart eingegrenzt. Mhm. Aber da ist zum Beispiel 5,30. Mhm. Ich persönlich würde einen Handschalter bevorzugen. Gut, ja. 300 noch was gelaufen. Mhm. Wenn du da 4,9 dran machst, tust du dich schwer. Ich würde dir fast eine Wette eingehen. Jetzt glaube ich, jetzt, du machst mich gerade hier ein bisschen schwindelig. Was habe ich hier gekauft? Ich kann mir nicht vorstellen. Also ich sag dir, du hast bezahlt... Immer zwischen 2 und 3. So. Ich habe mehr bezahlt, ehrlich. Dann Respekt hätte ich nicht gemacht. Also sag ich doch, hätte ich nicht gemacht. Ja, was heißt Respekt oder Dummheit? Ich habe halt keine Ahnung, wer ich bin. Aber nimm ich doch, sag's dir, wie es ist. Nimm doch, es gibt ja die Möglichkeit, mich zu erreichen. Hätte ich dir gesagt, pass auf, sehe ich anders. Ich habe 2 von denen gehabt, weil ich sie immer wieder geil finde. Und weil ich weiß, Leute sind auf sein Auto scharf. Aber ich habe jetzt mittlerweile echt gemerkt, worauf die Leute achten. Ja, aber der kam so schnell, ich hatte gar keine Chance, mich da irgendwie jetzt großartig schlau zu machen. Ich muss gerade überlegen, ich habe sogar ein Video über den 520 damals gemacht, über den Weiß. Den habe ich in Hagen abgeholt für 1200 Piepen. Hab den ein bisschen fit gemacht und hab den in die Community verkauft für 2,9. Habe ich sogar, wir waren nackter Willi, war ein kleiner Motor, weiß ich nicht, mit 129 PS. Mhm. Hier hast du natürlich schon ein bisschen Chefausstattung, aber hier gibt es halt noch viele Wartungsarbeiten. Und ich brauchte nichts erzählen, das ist alles teuer für so eine Karre. Mhm.
Also cut im Arsch oder zumindest irgendwas an der Außenverlage. Motor läuft unruhig, Reifen blank, nicht eingetragen, Nachlackierung. Die zähle ich gar nicht auf, scheiß drauf. Nachlackierung, 35 Jahre altes Auto, dafür sieht er gut aus. Ja. Im Ganzen steht der gut da. Einmal übergewaschen, vielleicht noch zweimal den Lackstift geschwungen, dann sieht das auch wieder besser aus. Also ich sag dir, vom optischen Zustand würde ich nichts bemängeln. Die ganzen Bollen, die hat er. Aber die Leute, die für 4,9 kommen, die zählen dir die Bollen auf. Mhm. Aber wie gesagt, du willst die Erfahrung machen. Wieder gar keine Lust drauf. Ich sag's dir sowieso, mir wäre es das Video mal wert, dass du das mal weitermachst. Und du deine Erfahrungen mal dazu schilderst. Gut, das wäre natürlich auch eine. Ich wäre auch für euch mal ganz Geschichte, interessant, ne? Weil jetzt hast du von mir eine Meinung bekommen, ja. Je nachdem, wie offen du mit Preisen umgehst. Kann auch sein, dass ich mich zum Beispiel täusche, aber meine Erfahrungen sind ja mit sowas. Ich sehe ja, welche Autos ich aus dem Netz kaufe, für welche Preise. Mhm. Dann machen wir die fertig, zeigen die und anschließend kommen die Leute zu uns und sagen, ja, ich hätte Interesse an dem Auto. Dann sage ich, ja, was bietest du mir denn? Ich mache immer die Gegenfrage, was bietest du mir denn? Ja. So, dann hauen die Zahlen raus und dann sage ich, pass auf, guck mal, erste Video, mach das mal auf und dann sagt er, ey, du hast ja mehr bezahlt, wie ich dir jetzt geboten habe. Ja, guck mal, das habe ich bei Kleinanzeigen gekauft. Das ist nicht mal irgendwo von jemandem bekommen, wo man so nicht drangekommen wäre. Sondern du zahlst jetzt auch keine Mondpreise, ne? Du guckst schon, dass du günstig einkaufst. Ich krieg natürlich auch ein paar richtig geile Schnäppchen. Warum nicht drüber sprechen? Aber dann machst du das Auto noch fertig und dann nennen sie dir den günstigeren Preis sogar noch, als du am Anfang ausgegeben hast. Für mich ist der Tipo das beste Wahnsinn, Beispiel. Ne? Wer will einen Fiat Tipo? Keiner. Ist aber ein 16-Ventiler, 140 PS. Eigentlich war das früher so, der Golf GTI-Konkurrent, GSI 16V-Konkurrent. Gibt keinen im Netz, kannst dich also an nichts orientieren. Und dann kriegst du Zahlen um Ohren geworfen, 5.000 bis 8.000 Euro. Allein der Motor hat fast 4.500 Euro gekostet. Nur der Motoraufbau. So, und das ist halt so, deswegen habe ich immer gesagt, ich krieg das nicht mehr. Es ist ganz selten, dass wir mal ein Auto verkaufen, wo jemand sagt, Corrado habe ich ja, ich glaube, ich habe es dem Enrico erzählt, der Corrado hat mich so geschockt, da habe ich für 10.000 Euro habe ich den verkaufen wollen. 10,5 stand da hier am Hof. Stand drauf, wir verkaufen mit Frisch, TÜV und H-Kennzeichen. Reifen, die drauf waren, Schrott. Ja, aber warum soll ich die neu machen, wenn der Wagen geht? Ja. So, Ende des Liedes ist, ich habe jemand das Ding einfach weggestellt und jetzt kommt die geile Story. Es haben so viele angerufen, weil ich gesagt habe, macht mir einfach ein Angebot, wenn die Sympathie passt, ist mir der Preis scheißegal. Mhm. So, und dann schrieben mir Leute, ja, ich biete 9. Ist das hier zu viel? Bring 8. Alles klar, ich komme. Nichts mehr von gehört. Hab die Nummer aber. Eine Woche später schreibe ich dem, was ist. Ja, ich kein Hänger. Ist das Auto, könntest du rein technisch oder auf eigene Achse fahren. Dann der nächste. Ich biete 8,5. Ich sage, hey, du kannst ihn sogar für 8 haben. Ich habe einen anderen. Keiner. Und dann denkst du dir, irgendwann kam einer, sagt, da ist der Corrado da, hier vor Ort. Ich sage, ja, was wird der kosten? Der stand ja für 10,5. Ja, würdest du mit 9 klarkommen? Ich sage, nein, 8. Ja, kann ich jetzt anzahlen? Ja, klar. Ich so, willst du mal gucken? Nö, ich habe das Auto im Video. Einer, den zu finden, war aber so schwer. Und das waren coole Leute. Ich glaube, die sind heute mit Glück. Ich habe den Wagen dann wieder hierher geholt und habe den Wagen nicht mehr sauber gemacht. Dann kamen die, haben sich einen Keks gefreut und gesagt, boah, geil, freue mich, das Auto zu besitzen. Und da passte das. Ja, da aber passt bis das, du diese ja. Chemie findest, für dieses Auto zum Beispiel. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute kommen und dir jedes Mal eine Stunde sprechen. Weiß selber. Voll labern, ne? Und das ist deine Zeit, die dir irgendwo fehlt. In der Zeit könntest du ein Auto ankaufen, in der Zeit könntest du eine Buchhaltung machen. Auf jeden in Fall. Der Zeit ist einfach verschenkte Lebenszeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oder du könntest mit einem Elektroauto an der Ladesäule in der Zeit verschenken, in der Fall, weißt du? Bevor ich mich eine Stunde unterhalte und dann, ich überlege mir das. Ja. Oder ich spreche mal mit meiner Freundin, ich spreche mal mit meiner Frau und am nächsten Tag kriegst du nicht mal mehr einen Anruf. Nee, ist nichts für mich. Mhm. Deswegen ist ganz, ganz schwer. Und beim Oldtimer behaupte ich, ist es noch schwieriger als mit dem normalen Auto, sag ich. Weil die Leute vergessen, wir brauchen nicht sprechen, zwischen 5.000 und 10.000 Euro ist verdammt viel Geld. Überleg mal was, ich habe letztens mal so aus Spaß geguckt, wenn man 7.000 Euro in die Hand nimmt, was man da für geile Autos für bekommt. Ich muss mir vorstellen, das ist jetzt ein ganz dummes Beispiel, habe ich letztens noch gehört. Angenommen, du würdest 7.000 Euro haben wollen. Hast du hier ein schickes Auto, Ledersitze, schwarz, Automatik. Für 7 Mille kriegst du einen 350er CLS in Pickepacke voll. Mhm. Und das Auto sieht chef aus, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja. Ein CLS 350 ist zwar nur der kleine Motor. Und da habe ich gedacht, boah, überleg mal, du kriegst die teilweise ja noch billiger. Da wird natürlich ja alles Mögliche an dem Arsch sein. Aber was du für wenig, in dem Falle wenig Geld bekommst, hierfür sagst du dann, ja, bevor ich 7.000 Euro für einen BMW ausgebe, da kaufe ich mal lieber den Mercedes mit Sitzkühlung und hast du nicht gesehen. Ganz schwer. Ja, schwierig. Ist wirklich schwierig. Ja, da muss ich mal gucken, was ich mache jetzt. Mach dir mal den Spaß, jetzt bei Kleinanzeigen rein. Mhm. Und dann machst du mal die ersten Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob das Spaß wird. Allein, glaube ich, die Kleinanzeigen-E-Mails würde schon ein Video werden. Ja, aber das darf man ja zeigen. Du kannst ja dann mal zeigen, wie du drauf angesprochen wirst. Hey Kollege, was ist der letzte Preis? Ich gebe dir die Hälfte, kann ich mir den mal angucken, können wir Probe fahren. Und wenn die Gespräche, die du müsstest, die Leute mal fragen, hey,
wenn du kommst, wir begleiten das ein bisschen mit Kamera. Vielleicht sind sie dann ein bisschen freundlicher. Ja. Ich wüsste genau, was losgeht. Die kommen, dann, wenn du reinschreiben würdest, nachlackierungsfrei, brauchst du, spar dir den Satz. Ja, das kannst du sparen. Genau, ja. Spar dir den Satz. So, der erste kommt, Schloss. Oh, der hat aber viele Bullen. Was mit dem Auspuff los? Warum ist der Auspuff nicht? Warum läuft der so unruhig im Leerlauf? Dann sagst du, Kühlwassertemperatur. Ja, fehlt ja sogar Kühlwasser, der Sensor. Temperaturanzeige zeigt aber an. Du kommst aus dem Satz nicht raus. Am Ende des Liedes wirst du wieder da stehen, wo du jetzt mit mir stehst. Ich gebe dir die Hälfte. Ja, und dann komm ich, Marco, gib mir einen Taui. Ich lasse den hier stehen. Mein Angebot steht für immer. 2000 Euro. Ja, das ist verdammt wenig Geld. Das ist verdammt wenig Geld. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das ist eigentlich gar kein Geld. Das aber ist einfach nur ein Preis jetzt, wo du sagen würdest, dafür das mache ich jetzt einfach. Da schraubst du die Kennzeichen ab, dann stelle ich den irgendwo hin und irgendwann fällt mir was mit dem Auto ein. Mhm. Und vielleicht kommt irgendwann mal einer und sagt, ey, weißt du was, ich habe das Geld, ich habe den beim Salo gekauft. Du hast den beim Salo gekauft, finde das Ding geil, ich würde mir den Geld fertig machen. Ich gebe dir jetzt 2,5. Dann nimm den wieder mit. Mhm. Und wenn der Daniel irgendwann sagt, ey, weißt du was, wir reparieren da und die Reparaturen überstreiten nicht den Fahrzeugwert. Würde ich den reparieren, würde ich ihn anmelden. Mhm. Aber du kannst dein Gebot nicht hochschrauben, ne? Nee. Ja. Ich wüsste nicht wie. Ja. Hat ja kein Gewinde. Versuch war es wert, ne? Ja, finde ich aber auch cool. Ja. Aber ich fände es wirklich mal interessant, wenn du den Werdegang dieses Autos ein bisschen begleitest. Ja. Gibt es da nicht irgendwie die Möglichkeit? Ja, ich bin halt. Ich du bin, hast keinen Bock? Ich bin so wie du geworden, ne? Schnelle Nummer, weißt du? Das weiß ich nicht, gerade beim Oldtimer jetzt, das Endkundengeschäft. Guck mal, du hast mit Enrico auch schon ein paar Geschäfte gemacht, ne? Soll ich den nach Dresden fahren? Nee, nein. Wenn du den Enrico anrufst und ich wette, der wäre noch geradliniger. Der würde sagen, ich gebe den 1000er für das Ding. Ne, mit dem hatte ich tatsächlich über das Auto gequatscht. Der fand den nicht so schlecht. Den hatte ich kurz angerufen und mal eben kurz ganz schnell, weißt du? 2 Minuten Gespräch war das. Enrico, was ist das hier? Kann man das machen? Ja, nein, vielleicht. Wenn du ein paar Minuten Zeit hast, spanne ich dir da auf den Prüfstand. Dann können wir wenigstens, kannst du wenigstens sagen, ob er annähernd seine Leistung hat. Ja, das wäre aber was. Aber ich habe ja so die Pullis mal gemacht. Und das ist halt das Motto, was uns irgendwo alle ein bisschen verbindet. Boost is my drug. Ich denke, das trifft auch auf dich zu. Und mit jedem, mit dem ich mal so ein Video mache oder der so in unserer Clique ist, der kriegt immer von mir so einen Pulli. Dankeschön. Den wollte ich dir auch gerne überreichen. Sehr gern. Ja, weil ich glaube, mit dem Motto kannst du auch was anfangen. Ne? Ja. Bist du denn zufrieden mit deiner neuen Halle und alles? Ja, schon, aber ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ne? Ob das, also ich wollte da eigentlich jetzt nochmal richtig durchstarten, aber gefühlt wird dir das Leben so schwer gemacht. Erst hatten wir Corinna, dann kamen die Lockdowns, dann war das alles vorbei nach über 3 Jahren. Dann kamen die Strom- und Gaspreise, dann kam die nächste Bremse, wo die Leute einfach verunsichert wurden und nicht mehr wussten, habe ich jetzt Geld dafür, kann ich mir das gönnen, ja oder nein, Luxusartikel. Das war die nächste Bremse. Dann kam wieder der Krieg, ne? Da kam mir wieder die nächste Bremse, weil jeder wusste wieder nicht, was los ist. Und infolgedessen kam dann die Mega-Inflation, die jetzt gekommen ist. Alle Preise sind in die Decke geschossen. Alles ist so teuer geworden. Die Leute wissen gar nicht mehr, wie sie haushalten können. Die betteln quasi um Gehaltserhöhung, weil sie das irgendwie ausgleichen wollen, weil alles wird teurer, das Gehalt bleibt gefühlt gleich. Dann kam das und jetzt kommt noch der nächste Knaller, also jetzt im 5. Jahr quasi, die Zinsen steigen in die Decke. Und was mache ich gerade für Autos? Ein bisschen sportlichere Fahrzeuge, habe mich gerade gesteigert. Bisschen teurere Autos. Ab 20.000 Euro, wo vielleicht eine Finanzierung gefragt ist dann für einen Autoverkauf. Und was passiert? Die Zinsen sind hoch. Über 5%. Na, und dann kauft keiner mehr auf Finanzierung. Können sich Leute wieder nicht leisten. Bar ist heutzutage schwer, ein Auto sich, richtig. Da wird gespart. Ne, ich habe da Autos stehen für 35.000 Euro. Da hat doch nicht jeder hat doch zu Hause 35 Mille liegen und sagt, ich kaufe jetzt beim Zalon A6 und lege 35 Steine rein. Dieses, was du gerade durchgehst, das habe ich habe das mit meinem Geschäftspartner ja lange gemacht. Der ist auf die neueren Autos gegangen, hat sich auch gut damit etabliert. Das funktioniert super. Ich für mich fand mich mit den 5.000 Euro Autos immer am besten zurecht. Da waren aber die Kunden noch cooler. Und ich habe das Gefühl, seit Corinna sind die Kunden einfach anders geworden. Das ist mein Eindruck, den ich so hatte. Und davor fand ich, war das cool. Und was da hinzukommt, ich sage dir, was ein bisschen in die Karten für uns spielt, aber im Negativen ist die Bekanntheit. Glaub mir, auch jeder weiß, wer du bist. Und wenn du ein Auto kaufst, entweder ist das bewusst Schrott, weil es Content war, oder es ist bewusst, der muss ja besser sein. Und wenn dann was kaputt geht, was du ja auch nicht vorsehen kannst, du bist ja der Letzte, der wegrennt. Ich habe das damals mit dem Polo-Videos. Ich sage ja, ich kenne deine Videos noch, wo du diese typischen Kunden-Stories von vor 2,5 Jahren, wo du noch 50.000 Abonnenten hattest. Ja. Ich fand die Videos saugeil, weil die einfach aus dem Leben erzählt waren. Aber da war es ja noch einfacher. Stell dir mal heute die Zeit heute vor. Ja, gar nicht machbar. Nein, gar nicht machbar. Und wenn du dir überlegst, heute kosten ein Peugeot 206 mehr, wie er vor 5 Jahren gekostet hat. 100%, ja. Ich habe letztens mal geguckt, der Gebrauchtwagenmarktpreis ist unfassbar nach oben gegangen. Ist immer noch hoch Corsa C, ne? Corsa D. Ich habe damals die Dinger, in Corsa D kann ich mich dran erinnern, habe ich verkauft hier, die 60 PSer, die kleinen. 2 Mille oder was? Ja, ein D-Corsa schon für 3, 3,5. Ja. Auch mal
wenn es ein guter war, mit 120 gerannt noch, nicht gleich 200, für 4. Und wenn ihr jetzt aber guckt, du hast immer die kostet immer noch das Geld. Steuerkette neu gemacht auch direkt? Haben wir immer gemacht. Kette haben wir immer neu Kette gemacht. Kette neu, ne? Ich zum Beispiel mag die Ecotec-Motoren. Das waren meiner Meinung nach damals bessere Motoren wie die Volkswagen-Motoren, die Dreizylinder, wo andauernd die Ventile weg sind. Das soll nur irgendwann die Kette machen. Ne? Ja, nur Kette machen. Ja. Aber das war damals noch ein Gebrauchtwagenmarkt, der mir persönlich auch Spaß gemacht hat, weil die Kunden sich gefreut haben, hey, ich habe nur 3.000, ich habe nur 4.000 Euro, Kette ist neu, geil, hoffentlich fährt die Kiste 2 Jahre. Also auch mit der Vorangehensweise. Heute, ich habe ja 2 Jahre Gewährleistung. Wenn nicht, komme ich wieder. Ja. Und das ist ja schon das Drohen, wo du denkst, ich kann doch nicht da reinkommen. Das also, kannst du vergessen. Ja. Ganz, ganz schweres Thema. Ja. Schwer, da Fuß zu finden. Ja. Und das hier, sag ich dir, noch schwerer. Noch schwerer. Meine Meinung nach. Ich bin gespannt. Deswegen, es wird ja kein Geheimnis bleiben. Wir schneiden den gleich mal auf den Prüfstand. Ja, das wäre ganz cool. Dann können wir mal gucken, ob die, würde mich nämlich auch interessieren, 3 Liter haben wir definitiv noch nicht auf dem Prüfstand. Ja, dann sind wir da mal gespannt. Und dann unterstützt ihr den Zalo mit dem Content, wenn ihr nämlich da klickt. Und dann wird der BMW vielleicht auch günstiger. Ja, schauen wir mal. Liken, Abo, alles.